Usi-Fans, es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für einen Lockdown-Song. Es ist dieses Wochenende besonders Wochenende. Es ist nämlich das Osterwochenende, die Osterfeiertage stehen vor der Tür oder sind teilweise ja, zum Zeitpunkt des Ausstrahlens des Videos schon ja, hinter uns gebracht worden. Und ihr seht, ich bin nicht alleine heute. Neben mir sitzt eine musikalische Verstärkung. Und zwar ist es einer der besten Steuerberater aus ganz Kalkried, der Niedermayer Hubi, unterstützt mich heute. Und Hubi, dazu stellst du dich gleich mal selber vor. Ja, vielen Dank Alex, dass ich jetzt da dabei sein darf. Ich bin der Hubert, bin aus Kalkried, bin der Nachbar von Alex, Luftlinie 100 Meter entfernt. Wir sehen uns, wenn wir ins Bett gehen, natürlich auch. Und mich freut es wahnsinnig, dass ich heute mitmachen darf. Bin natürlich jetzt deswegen auch ein bisschen nervös, weil es das, das erste Mal ist, dass ich mich da so präsentiere. Aber ich hoffe, das haut euch hier halt und freue mich einfach, dass ich da sein darf. Ja, super. Ich freue mich auch. Ich hätte gerne eine Frage an dich, und zwar, du spielst ja schon länger Musik und E-Piano. Wie lange machst du das schon? Ja, also mittlerweile wahrscheinlich irgendwie so 15, 18 Jahre spiele ich mittlerweile Klavier. Habe dann auch mit Keyboard gelernt, aber hauptsächlich hat es mich jetzt tatsächlich beim Klavier da erwischt, weil es einfach ein tolles Instrument ist, meiner Meinung nach, und da kann man einfach wahnsinnig viel draus machen. Ob ich es gut wieder kann, das ist wieder eine andere Frage, aber ich gebe mein Bestes und mit Spaß mache ich es, und von dem her ist das eine ganz coole Sache, finde ich. Das werden wir dann sehen. In welchen Besetzungen bist du denn aktiv? Ich spiele hauptsächlich mit der Miniband Teisnach, da ich da ganz herzlich grüßen alle in ihrem Land. Wir spielen halt Hochzeiten oder hauptsächlich Gottesdienste, eben da Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, was es jetzt so hergibt in der Kirche. Momentan natürlich ein wenig weniger, aber hin und wieder dann doch. Ja. Da geht natürlich von mir auch ein herzlicher Gruß an die Miniband. Servus, grüß euch. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Welche Hobbys hast du denn sonst noch, außer Musizieren? Ja, nein, in der Freizeit machen wir halt ein bisschen Sport, weil das schon ja nie. Früher habe ich Fußball gespielt, Zeiten hat leider vorbei. Letztes Jahr habe ich das Wakeboardfahren angefangen mit Martin Niedermayer, ist ganz witzig immer, mein Onkel. Zusätzlich dazu machen wir zwei noch Sport miteinander. Stimmt. Ja. Wir gehen am Montag immer laufen, also quasi im Mainz-Lauftreff machen wir das. Momentan halt leider immer nur zu zweit, weil es halt nicht anders geht, bezüglich den Corona-Beschränkungen. Aber wenn das wieder jetzt mal lockerer wird, dann wollen wir natürlich auch alle einladen. Montags um 6 Uhr bei der Kalkenrieder Kirche ist Treffpunkt, und wenn dann die Lockerungen hoffentlich irgendwann noch einmal kommen, dann darf uns freuen natürlich, wenn auch andere mitlaufen da. Miteinander ist es einfach schöner wieder da. Das war super. Der Hubi sagt immer, das ist der Meindl-Lauftreff, und ich würde sagen, das ist eher der Niedermayer-Lauftreff, aber darüber lässt sich streiten. Trotzdem, also montags um 6 Uhr, wenn die Kontaktbeschränkungen es wieder zulassen, ist die Gesamtbevölkerung herzlich eingeladen. Naja, und jetzt haben wir eh schon so viel geredet, aber das gehört auch dazu, finde ich. Übrigens wollte ich dazu sagen, ich bin schon ein paar Mal angeredet worden, ja, manche mögen eher die Musik hören und scrollen immer da und suchen, bis zur Musik kommen. Die anderen finden das ganz witzig, wenn sie so die Vorgespräche mitkriegen und hören sie das am liebsten an. Deswegen habe ich jetzt seit dem letzten Video unten in der Beschreibung gesetzt, das so Timestamps gesetzt, und da könnt ihr dann genau da hin klicken, was ihr gerade hören möchtet. Wer das ganze Geplapper am Anfang nicht hören mag, der hört sich, klickt nur auf die Musik. Und wer sagt, ja, der Alex, der spielt ja eh und singt ja eh scheiße, und der mag das nicht hören, der kann halt dann ausschalten, wenn die Musik kommt. Also liegt alles bei euch. Aber ich darf natürlich hoffen, dass ihr immer das ganze Video lang dabei bleibt. So, jetzt ist aber Zeit, jetzt spielen wir mal an und singen mal an. Wir haben einen eher ruhigen Song dabei, vom Armstrong. Ich kann mir das immer nicht merken. Der eine Armstrong ist am Mond gelandet, der andere Armstrong hat die Tour de France mehrmals gewonnen, und der dritte Armstrong ist ein Trompeter, oder war ein guter Trompeter, wer ist jetzt da wer? Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, das Lied, was man singt, das ist von Louis Armstrong, das war der Trompeter. Der mit den Vorhaben, das hat ja im Endeffekt gar nicht gescheit gehabt, weil immer gedruckt war, das mit dem Mond. Verschwörungstheorien sagen, dass da nicht gestimmt hat, wir wissen es halt. Aber wir sehen jetzt das von Louis Armstrong, und das war What a Wonderful World.
vom Louis Armstrong. Super, greift mir so cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zusätzlich dazu möchte ich jetzt meine Freundin noch grüßen, Christine, die von dem Ganzen jetzt erstmal noch nichts weiß. Schauen wir mal, wie es reagiert. Ja, bestimmt positiv. Ja, ich hoffe es mal. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es ein Gefällt mir da, abonniert den Kanal und ich darf sagen, wir sehen uns bald wieder, bestimmt auch irgendwann wieder mal mit dem Hubert und sagen wir Servus, bis bald im Wald, für euch, ciao! Ja.